So etwas mal, wenn jemand. Oh Gott. Es war richtig, hier zu kommen. Das Schwert wird ein Symbol unserer wiedergeborenen Zivilisation werden. Sie sagten, es gab eine frühere Kultur. Was wissen Sie über sie? Die älteste gefundenen Ruinen sind ungefähr 150.000 Jahre alt. Aber ich vermute, dass es noch ältere geben könnte. Basierend auf vorläufigen Ergebnissen, die noch analysiert werden müssen. Diese Leute waren ziemlich fortschrittlich. Während die ältesten Ruinen Spuren einer Zivilisation zeigen, die von ihrer Hingabe zu einer Reihe von Gottheiten führen, später entwickelten sie Technologien, Kunst und sogar die Raumfahrt. Vor etwa 150.000 Jahren jedoch gab es weltweit so etwas wie ein seismisches Ereignis. Jeder Vulkan auf dem Planeten ist ausgebrochen, was sicher bald das Sonnenlicht gänzlich blockieren wird. Umgebungstemperaturen dramatisch fallen, die Strahlungswerte stiegen massiv an. Sie sind immer noch dabei, den Schaden zu beheben. Die Überlebenden der Katastrophe haben sich in die Höhlen zurückgezogen, in dem wärmsten Gebiet auf diesem Planeten. Doch sie starben kurz danach aus. Und was hat uns dieses Ereignis... Dann arbeiten wir noch. Wir haben eine neue Stelle tief unter der Erde gefunden, der Nähe eines... aber es gibt massive Spannungsspitzen, die nichts mit dem Magmafluss zu tun haben. Wenn es für die seismischen Instabilität eine Quelle gibt, sollte sie hier sein. Wir müssten ein Team hinunterschicken und untersuchen anstellen. Und das ist ziemlich gefährlich. Ich würde niemanden ohne Raumanzug runterschicken. Ich könnte ja selbst gehen, aber ich bin nicht bereit, Ihnen das zu gestatten, Doktor. Es gibt nicht mehr genug Wissenschaftler unter unseren Leuten. Sie und Ihre Crew sind für so etwas besser ausgerüstet und ausgebildet. Ich erwarte viel von Ihnen, insbesondere nachdem Sie uns schon so sehr geholfen haben. Aber Ihre Anwesenheit zeigt mir, dass mein und Ihr Volk keine Feinde sein müssen. Nicht mehr. Nicht alle Romulaner denken, dass eine Kooperation dieser Art möglich sei. Ich ja. Sind Sie bereit, bis zum Ende durchzuhalten? Ich glaube, den Charakter sollte mit dem Kleiner machen. Sieht ganz danach aus, als wären wir jetzt dran. Wir sollten ein komplettes Einsatzteam für den Auftrag bereitstellen. Ich sollte auch darauf hinweisen, dass wir die Genehmigung bekommen haben, uns die Sicherheitsaufzeichnung der Präsentation anzusehen. Gehen Sie einfach dorthin zurück, fragen Sie einen der Sicherheitsoffiziere. Sollten wir einen Bericht über die Funde verfassen? Verfassen? Bericht ablegen. So, jetzt wird ja auch fertig. Ich habe die Genehmigung erhalten, Ihnen Zugang zu den Sicherheitsbändern aus der Forschungspräsentation zu gestatten. Möchten Sie jetzt sehen? Okay, verstehe. Das ist das gewesen. Das brauche ich nochmal sehen. So, dann starte ich mal hier richtig durch. Ich denke gerade darüber nach, was bestimmt ich zu machen. Mal kurz warten. Perfekt. Ja, dann mache ich das so. Ich muss mal kurz was machen. Dort einen kurzen Moment. Dann kann ich nicht endlich mir meinen Ventilator wieder anmachen. Es ist ärgerlich, dass ich einen Ventilator währenddessen anhabe, aber anders geht's einfach nicht. Die Hitze ist einfach mir zu krass hier. Ich kann Hitze einfach nicht ab. So, jetzt mal ein kleiner Test. Ich muss mal kurz den Ton anmachen.
Der Ventilator wird nicht gehört. Perfekt. So. Wir kommen beim Stream, die dazugekommen sind. Also wenn ich mich jetzt nicht gehört habe, kann man den Ventilator nicht hören. Das ist gut. Weil bei mir in der Wohnung ist eine Affenhitze. Ich hasse Hitze. Naja, egal. Das ist eine wirkliche Sache. Halt mal Motivation der Arbeiter. War das nicht hier? Ne, das ist Krieger. Aufseher. Oh, das ist so ein Typ. Wenn man den Ventilator doch hört, dann einfach mal Bescheid sagen, dann mache ich den Ventilator erstmal wieder aus. Ich bin mir sicher, man darf ihn nicht so leicht hören. Mann, der zieht ja voll daneben. Ist der besoffen oder was? Komm beim Stream. Gott sei Dank, Mann. Dann gibt's eine Klingonenhand. Oh ne. Der geht auch mal wieder an die Arbeit, die Sau. Gott, kann ich hier vielleicht. Nee, ich glaube, das geht nicht. Geht nicht. Ich wusste es. Ich wusste es. Warum wusste ich das nur?
Na gut, gehe ich mal zu dem hin, mal gucken. Vielleicht sagt der ja was, dass ich hier sage. %72. Naja, wir sind etwas. Da oben liegt was. Komm ich da hoch? Nee, das will ich nicht. Ah, hier liegt ja auch was. Kann ich wieder berühren. Faszinierend. Verstecken hier echt alles. So. Komm schon. Komm schon. Ist ja echt nichts mehr zu tun. Halt. Noch drei Sachen. Hey, Change. Wer ist denn das denn? Okay. Danke, der Hammermeister. Ich weiß, es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber alles, was sie tun können, trägt zum Molrihan bei. Wie die Klingonen sagen würden, die erste Stadt wurde nicht an einem Tag errichtet. Lieutenant Tanenga vom Lagerhaus hat mich angesprochen, dass die Kolonie Probleme mit dem Versorgungsnachschub hat. Als Ursache vermutet er einen Ferengi-Lieferanten, der mit der Versorgung beauftragt wurde. Wir glauben, eine neutrale Kontaktperson wie Sie könnte den Konflikt sicher einfacher auflösen. Wären Sie bereit, uns dabei zu helfen? Scheiße. Natürlich bin ich dabei. Nee, halt mal. Was bringt mir das? Verstehe ich nicht. So, dann mal die nächste Mission. Den Charakter muss ich demnächst auch mal schrumpfen lassen. Der ist nämlich zu groß. Hätte doch nicht 2 Meter machen dürfen. Komm schon. Jolan Chu, der Hammermeister. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie sich für unsere Angelegenheiten interessieren. Derzeit kämpfen wir mit einem Versorgungsproblem. Es gibt hier einen Ferengi-Händler namens Madra. Er scheint sehr wohl zu wissen, wie man Profit macht. Aber hinsichtlich der Nachverfolgung unserer Sendungen scheint er Nachhilfe zu brauchen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, aber er